Hallo, willkommen auf der Kronenküche. Herzlich willkommen zu einem neuen Probiervideo. Heute probieren wir einen Fuse-Tee. Und zwar. Bildschirm. Und zwar ist. Muss man drehen, dass man ihn auch sieht? Ich würde es mal drehen, ne? Ich muss natürlich meine Brille aufsetzen, wie immer. So. Komm. Gib her, jetzt habe ich die Brille aufgesetzt. Ja. Und zwar ist das grüner Tee, Blaubeere, Jasmin. Wenig Kalorien. Hoffentlich mal lecker. Ja, ich hoffe es. Ja, du schützt also wieder Fuse ein. Tee ist eigentlich... Oh, hallo. Passt doch. Fuse Tee ist eigentlich eine Sorte, die wo sie eigentlich ziemlich alle ganz gut schmecken. Der grüne Tee, Minze ist extrem lecker. Ja, und wenig Kohlensäure im Moment. Ja. Da ist gar keine Kohlensäure drin. Kohlensäure. Kalorien. Jo, das kommt davon, wenn man zu viel arbeitet, dann kriegt man eine Macke und macht dann Videos. Ja. Okay. Man will ja Leute unterhalten, ne? Wir wollen jetzt erstmal probieren. Kriegst du auf? Ach du Scheiße. Ey! Hast du das jetzt selber? Nee, du hast Tempostar. Ich weiß. Okay. Ich war unverschämt jetzt, ne? Normalerweise kipp ich es dir immer zuerst ein. Ja. Die Gläser werden auch immer voller, ne? Komm, mehr nicht rum hier. Probier. Ey, der riecht richtig lecker. Prost. Der riecht wirklich gut. Nach, was war das halten wir? Blaubeere. Schmeckt auch nach Blaubeere. Der schmeckt verdammt gut. Also der ist wirklich auch, der ist lecker. Der schmeckt verdammt gut, ne? Der ist richtig lecker. Also den würde ich mir auf jeden Fall auch wieder kaufen. Ach, der hat gekostet. David, gibst du mir nochmal den Kassenbon? €1,39. Also den haben wir auch im Rewe gekauft für €1,39. Ich mach wie das. Weg damit. Und ich würde mal sagen, der ist echt extrem lecker und ich würde ihn wieder kaufen. Und wie viele Punkte vergibst du? Ich gebe dem, also von 10 Punkten, also ich gebe dem echt 8 bis 9 Punkte. Weil ich gebe eher 8 oder 9. Ich finde, wenig Kalorien, wenig Zucker und so, also und dann schmeckt das wirklich mal richtig gut. Also ich gebe 8,5 Punkte. Finde ich wirklich gut. Mhm. Würde auch wirklich sagen 8 bis 9 Punkte, ja. Na gut, ihr Lieben, das war es schon. Ja, die Gläser müssen auch noch leer. Das macht nichts, das machen wir auch so. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Euer Ella. Und David. Euer David. Eure David, ja, alles klar. Und vergesst es, abonnieren nicht. Däumchen nach oben. Und die lieben netten Kommentare. Und die Glocke natürlich. Und die Glocke natürlich, ne? Und die Glocke. Bis dann. Bis die Tage.